In einer Klasse lernen alle Schüler mindestens eine germanische Sprache, 17 Niederländisch, 18 Deutsch und 7 beide Sprachen. Frage, wie viele Schüler sind in der Klasse? Wenn wir die Schüler, die Niederländisch lernen, durch diese Menge darstellen und die Schüler, die Deutsch lernen, durch diese Menge darstellen, so wissen wir, dass in der Schnittmenge 7 Schüler sind, denn 7 lernen ja beide Sprachen. Da es insgesamt 17 gibt, die Niederländisch lernen, wovon 7 schon hier festgehalten sind, müssen wir noch 10 Schüler haben, die Niederländisch lernen, aber nicht Deutsch. Also so. Und genauso gilt es für die Schüler, die Deutsch lernen. Es sind 18 da, wovon 7 schon hier festgehalten. Also da sind noch 11 Schüler. Wie viele Schüler gibt es also insgesamt? 10 plus 7 plus 11. Und das macht 28. Also ist Antwort B die richtige. Im nächsten Tutorial werden wir eine weitere Frage der Mathematik-Olympiade beantworten.